Hallo Internet, hallo meine Wölfe. Wir spielen weiter Alice und guckt euch diesen traurigen Anblick doch mal an. Ist das nicht schlimm? Ist das nicht schlimm? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ah, jetzt. Das ist schlimm, sich nicht mal bewegen können. Guck mal, wie sie läuft. ja. War das eine scheiß Puppe? Holy fucking... What the fuck? Ja, Alice, es tut mir so leid. Wie konnten sie dir das antun? Ihr Bastarde. Bei Gelegenheit räche ich mich dafür. Niemand packt meine kleine Alice an. Da ist Blut am Boden. Kann sie nicht mehr laufen? Dieses arme Mädchen. Mich würde es nicht wundern, wenn das damals tatsächlich großteils so war. Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Holy... What the fuck? Holy hell! Das Spiel wird wirklich langsam. Madness Returns. Ich liebe es! Ich hab nur das Scheißgefühl, wir kommen bald zum Ende. Was denkt ihr? Was ist heute? Sonntag? Wochenende geht tot. Save the weekend! Ein Herz für Wochenende! Mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde. Aber ich bin am Ende meiner Kraft. Und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, wo es weh tut. Alter! Sadistische Hurensöhne. Oder was denkt ihr? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr? Meint ihr, das gibt's wirklich? Also jetzt nicht genau so, aber die Art von Gewalt? Holy crap. Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Naja. Bist du, aber was bin ich? Ich geb dir mein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Wieso beendet er immer den Satz von dem anderen? Naja. Warteraum. Was kann im Warteraum schon Schlimmes sein? Hä? Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind. Lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig, aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Nein, ich hol dich da raus. Alice, irgendwie hol ich dich da raus. Holy crap. Hey, Bitch. Guck weg! Meine Güte! Wenn das ein scheiß Irrenhaus ernsthaft ist, dann verstehe ich zumindest, wo der Name herkommt. Na endlich, was anderes hat sich zu beknackten. Juhu, Haare auf dem Kopf! Ist das etwa zu viel verlangt? Licht! Ich will, was sie wollte. Licht! Noch ein Licht! Ha, folgen wir gerade dem Licht im Kreis? Ganz augenscheinlich. Ja gut. Laufen wir halt ein bisschen im Kreis. Es wird halt eine etwas, sagen wir, anspruchsvollere Folge. Euch? Hilfe, Alice! Holy crap! Deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder!
wieder. Übergeh uns nicht. Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Da ist gar keine Mundbewegung. Ohne Scheiß. Da kriecht ein Riesenvieh ohne Körper auf uns zu. Blutig, Maden und so weiter. Wuff, und das Einzige, was Alice sagt, ist, hey, alles ist doch gut, oder nicht? Ach, Mädchen. Ja? Holy shit, was haben wir jetzt? Okay. Hier sieht... Ach, nö. Das ist wie diese Karteninsel-Scheiße da. Ein ganzes Land nur aus Dampf. Ach. What's up? Okay, Prinzip verstanden. Okay. So. Und jetzt dahin. Jetzt müssen wir anscheinend kurz nicht warten. Nope, gut, dass wir nicht gewartet haben. Ah, wenn ich jetzt dahin gehe, wie kommt man... Ach nee, keine Lust. Stopp! Stop the Rob. Oh, wie süß. Die ist diesmal gar nicht versteckt. Ey, zwick mich nicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, was? Am Hals. Lederband. Oh, hey. Habt ihr mein Gewinnspiel gesehen? Kam vor ein paar Tagen raus. Nehmt auch teil. Ist nur eins von vielen. Werden immer besser, immer größer. Und immer teurer. Egal. Wer es anbietet, muss auch damit leben, dass jemand es annimmt. Hier ist Grinse Alice, okay? Ich krieg jetzt schon zu viel, wenn ich mir diese Welt angucke. Alles dreht sich und ist komisch und überall Schlüssellöchlein und... Ach. Man weiß nie, ist das jetzt der richtige Weg? Ist das jetzt der falsche Weg? Und mit falsch meine ich den richtigen, weil der falsche ist ja immer der richtige, weil der richtige der falsche ist und... Was bist du? Ach, forget it. Ich will's nicht mehr wissen. Oh, das hat sich zumindest gelohnt. Gibt's hier Scheuneschwaltennauzen? Ist so ein Zähne-Farm-Level oder was? Alles aus Gold? Ich hätte jetzt fast was gesagt. Zum Beispiel, dass das ein KZ-Level ist. Weil Goldzähne. Egal. Ich habe gerade noch von euch geredet, Jungs. Von meinen Freunden, den Schweineschnauzen. Das war der andere Weg, ne? Ja. Aber hier sind auch Zähne. Zähne sind praktisch. Mit Zähnen kann man Sachen machen. Man kann Dinge essen und so. Ja, jetzt gehen wir mal nicht näher auf jeden Zahn hier ein. Ach da. Oh, diese Musik. Holy shit. Ja, sehr einladende Welt. Wenn ich mal ein Kind habe, kriegt das genau so ein Puppenhaus. Auch in der Größe. Ich hoffe, die Scheißwelt ist nur so kurz wie diese Kartengeschichte. Weil die war ja nur durchlaufen. Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Hey, true. True. What? Rette uns! Okay. Wir können nicht in den Spiegel. Aber... Lebkuchen. Ist das ein Stück Fleisch? Holy hell. Liebe Freunde, Ende der Folge. Keine Lust mehr. Weißt du warum? Ich hasse Puppen-Creepy-Häuser. Das ist ein cooler Effekt. Das baue ich mir in mein Wohnzimmer ein. Kann man die Dinger kaputt schießen? Wenn ich schieße, ich halt aus Spaß drauf. Na gut, wie gesagt, Ende der Folge. Und jetzt... Machen wir das, was ich mir gerade gedacht habe? Wuhu! Ja, hat funktioniert. Na gut, morgen machen wir weiter mit diesem
fucking creepy Bullshit Haus. Noch ist gar nicht so creepy, nein. Noch ist alles cool. Aber wo Puppenhäuser sind, sind auch Puppen. Ah, siehst du? Ich höre was. Stimmt, rein technisch gesehen sind das die ganze Zeit schon Puppen. Na gut. Morgen direkt mal hier Dings da, ne? Bisschen fighten. Und bis dahin. Macht den Tag zum Schutz eures Lebens. Euer Wolf. Ready. Aim. Fire.